Ja, sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Professor Strohschneider, hier steht jetzt sehr geehrte Frau Bundesministerin, liebe Frau Wanke, aber Sie merken, dass wir jetzt gerade getauscht haben, weil die arme Bundesministerin noch im Stau steht. Sehr geehrte Festgäste, ich bin heute sehr gerne Ihrer Einladung nach Bochum gefolgt und freue mich als derzeit amtierende Vorsitzende der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz ein Grußwort an diese hochkarätige Festversammlung sprechen zu dürfen. Und ich darf Ihnen ganz, ganz herzlich natürlich die Grüße vom Bund und Länder ausrichten, die Grüße meiner Kolleginnen und Kollegen in der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz. Und an dieser Stelle, lieber Herr Professor Strohschneider, darf ich Ihnen auch gratulieren zur Wiederwahl und auch Ihnen, den Vizepräsidentin, der Vizepräsidentin Frau Bruckner-Tudermann und dem Vizepräsidenten Allgöber zur Wiederwahl. Wir freuen uns sehr darüber, weil wir wissen, dass wir in Ihnen als Präsident der DFG einen sehr konstruktiven Ansprechpartner haben. Also alles Gute und auf weitere gute, konstruktive Zusammenarbeit miteinander. Meine Grüße gelten natürlich auch Ihnen, sehr geehrter Herr Professor Weiler. Ich freue mich, dass wir hier in diesem schönen Raum heute miteinander verweilen dürfen. Ich gratuliere herzlich zum Geburtstag. Ich sage Ihnen ganz offen, wenn es nach mir ginge, würden wir heute aus der RUB nicht mehr rausgehen. So wunderbare Temperaturen finden wir da draußen einfach gar nicht. Also danke schön, dass wir hier sein dürfen und alles Gute zum Geburtstag. Wenn Wissenschaft und insbesondere das forschende Nachdenken der kluge Köpfe, die in Forschung und Lehre tätig sind, nicht in Bewegung bleibt, dann kann sie nicht gut sein. Stillstand kann es in der Wissenschaft nicht geben. Zugleich ist Beständigkeit ebenso lebenswichtig wie die Freiheit von Forschung und Lehre. Beständigkeit nicht im Sinne von Behäbigkeit oder Stillstand, sondern im Sinne von guten und sicheren Rahmenbedingungen, auf die Hochschulen und Forschungseinrichtungen ebenso angewiesen sind wie die einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Für genau diese kluge Mischung, Sie haben es eben auch erwähnt, Herr Strohschneider, aus Dynamik und Beständigkeit steht die Deutsche Forschungsgemeinschaft, der ich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich für Ihre intensive und erfolgreiche Arbeit danken möchte. Sie ist erfolgreich als Selbstorganisation der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und damit, das kann man mit Fug und Recht sagen, international vorbildhaft. Mit ihrem rein nach wissenschaftlichen Kriterien ausgerichteten Wettbewerbsverfahren ist sie verlässlich und renommierte Garantin dafür, dass unsere finanziellen Zuwendungen gezielt dort ankommen, wo sie den größtmöglichen Effekt haben, bei den qualitativ hochwertigsten Forschungsvorhaben. Ganz besonders bedanke ich mich deshalb bei all denen, die im vergangenen Jahr, und das sind mehr als 13.500 Gutachterinnen und Gutachter aus dem In- und Ausland, sich engagiert haben und ohne deren Engagement wir nicht so erfolgreich sein könnten. Ihre Arbeit ist die tragende Säule für den Erfolg der DFG, der durch die knapp von 30.000 geförderten Projekten im Jahr 2014 verdeutlicht wird. Auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der DFG-Geschäftsstelle möchte ich im Namen der Länder ganz herzlich für ihre Arbeit danken. Sie alle gemeinsam tragen dazu bei, dass die DFG beispielhaft für Dynamik und Produktivität im Wissenschaftssystem steht, weil immer wieder neu wissenschaftsgeleitet die besten Vorhaben ausgewählt werden. Aber zugleich können sich die Forscherinnen und Forscher in Deutschland auf die DFG-Förderung verlassen, ganz im Sinne der eben erwähnten guten Rahmenbedingungen und eben auch der Beständigkeit. Verlassen können Sie sich aber auch auf Bund und Länder. Insgesamt werden von beiden gemeinsam in diesem Jahr 13,5 Milliarden Euro in die gemeinsame Förderung von Wissenschaft und Forschung nach Artikel 91b Grundgesetz bereitgestellt. Wissenschaft und Forschung genießen eine gewollte Priorität vor anderen Politikfeldern. Das ist keineswegs selbstverständlich und das muss natürlich auch in politischen Prozessen immer wieder auch neu erkämpft werden. Dass es gelingt, liegt daran, dass die Wissenschaft immer wieder
aufs Neue unter Beweis stellt, dass es sich aus wichtigen, ich möchte sagen geradezu aus lebenswichtigen Gründen lohnt, in sie zu investieren. Lassen Sie uns deshalb den Einsatz für diese Prioritätensetzung zugunsten von Bildung und Wissenschaft als gemeinsame Aufgabe verstehen. Wir alle wissen, wie wir hier sind, dass sich dieser Einsatz lohnt. Den Rahmen für eine erfolgreiche Wissenschafts- und Forschungspolitik, den setzen wir in der Tat in der GWK. Und wenn ich zurückblicke, haben Bund und Länder gemeinsam im vergangenen Jahr eine Reihe von Entscheidungen getroffen, die den Wissenschaftsstandort Deutschland auf Jahre hin prägen werden und die übrigens im besten Sinne von Dynamik auf der einen Seite und Beständigkeit miteinander verbunden werden müssen und können. Es wurden wichtige wissenschaftspolitische Weichen für die kommenden Jahre gestellt. Allein bis zum Jahr 2020 werden wir mehr als 25 Milliarden Euro zusätzlich für Wissenschaft und Forschung bereitstellen können. Der außeruniversitären Forschung, aber insbesondere auch der DFG mit der Pakt für Forschung und Innovation mit einer jährlich 3%igen Erhöhung der Zuwendung einen verlässlichen und eben auch berechenbaren Aufwuchs ermöglichen. Davon profitieren über die DFG auch unsere Hochschulen. Und dankenswerterweise, jetzt spreche ich Sie an, obwohl sie nicht da ist, liebe Frau Wanka, aber wir sind ja wirklich dankbar für, wird der Bund diesen Teil des Gesamtpaketes alleine finanzieren. Bund und Länder haben die Umsetzung des Paktes mit strategischen Zielen verbunden, die uns alle gemeinsam wichtig sind. Insbesondere ist uns weiterhin eine stärkere Teilhabe auch von Frauen an anspruchsvollen Positionen des Wissenschaftssystems ein ganz grundsätzliches Anliegen. Und ich begrüße deshalb sehr, dass die DFG diesem Thema eine hohe Aufmerksamkeit schenkt und in ihren eigenen Leitungsgremien durchgängig einen Frauenanteil von mindestens 30% erreicht hat. Kompliment dazu. In ihren Antragsverfahren möchte die DFG Abfragen zur Chancengerechtigkeit integrieren und wir sind alle gemeinsam zuversichtlich, dass das Engagement der DFG auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel bei den Leibniz-Preisen, Früchte tragen wird. Mit dem Hochschulpakt haben wir in der GWK gemeinsam große Anstrengungen unternommen, die einmalige demografische Chance zu nutzen und möglichst viele junge Menschen gut zu qualifizieren. Mit der neuen Bund-Länder-Vereinbarung zum Hochschulpakt werden wir bis 2020 ein Studienangebot für 760.000 zusätzliche Studienanfängerinnen und Studienanfänger gegenüber dem Stand von 2006 bereitstellen. Ich glaube, das ist wirklich ein Riesenerfolg für Bund und Länder. Ich freue mich auch außerordentlich, dass es gelungen ist, in diesem Zusammenhang auch die DFG-Programmpauschale, auch das wurde schon erwähnt, weiterzuentwickeln, die wir nun ebenfalls bis zum Jahr 2020 fortführen werden. Nachdem der Bund bisher die alleinige Finanzierung der DFG-Programmpauschale übernommen hatte, beteiligen sich ab dem kommenden Jahr, so haben wir es vereinbart, auch die Länder an der Finanzierung so, dass insgesamt 22% der förderfähigen Projektkosten für den sogenannten Overhead zur Verfügung stehen. Erlauben Sie mir, wir machen es gerne, aber erlauben Sie mir an dieser Stelle natürlich den Hinweis, dass die Länder schon immer über die Grundfinanzierung auch ihren Anteil an den Projektkosten getragen haben und dies auch weiterhin tun werden. Wie sonst hätte sich die Drittmittelstärke der Universitäten so erfreulich entwickeln können. Soweit der Blick zurück. Wenn ich nur nach vorne schaue, haben wir uns für die kommenden Monate noch so einiges vorgenommen, mit dem wir ebenfalls nachhaltige Akzente setzen wollen. In diesem und im kommenden Jahr stehen zwei Vorhaben ganz oben auf der Agenda der GWK. Zum einen laufen seit April die Verhandlungen über eine gemeinsame Initiative von Bund und Ländern für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Und zum anderen werden wir der Bitte der Regierungschefinnen und Chefs von Bund und Ländern entsprechen, ihnen bis Juni nächsten Jahres einen Vorschlag für eine neue Bund-Länder-Initiative im Nachfolge der Exzellenzinitiative zu unterbreiten. Das haben sich Bund und Länder fest vorgenommen und ich bin dankbar, dass Sie es auch so positiv kommentiert haben, Herr Strohschneider, weil in der Tat der Grundsatzbeschluss vom Dezember 2014 war wichtig, weil er rechtzeitig ein Signal ausgesendet hat. Wir wollen nämlich gemeinsam die Dynamik der letzten Jahre
auch für die Zukunft des Wissenschaftssystems erhalten und ausbauen. Und wir signalisieren hier zugleich Verlässlichkeit und Beständigkeit. Es bleibt uns ein ganz wichtiges Anliegen, exzellente Forschung in Universitäten zu fördern. Und das bezieht sich natürlich auf die Grundlagen wie auch auf die anwendungsorientierte Forschung und ebenso natürlich auch auf die ganze fachliche Breite der Wissenschaft. Das Programm wird sowohl diejenigen adressieren, die in der Exzellenzinitiative schon ihren Weg gegangen sind, als ausdrücklich auch den Kreis derjenigen Universitäten, die bislang in der Exzellenzinitiative noch nicht vertreten waren, ansprechen. Die bisher für die Exzellenzinitiative bereitgestellten Mittel wollen wir nach dem eben erwähnten Beschluss vom Dezember mindestens im selben Umfang auch zukünftig zur Verfügung stellen. Auch aus den Bundestagsfraktionen der Regierungsparteien gibt es erfreulicherweise bereits eine Zusage hierfür. Mindestens 4 Milliarden Euro verteilt über 10 Jahre sollen weiter zur Verfügung stehen. Die Weichen sind also unübersehbar für eine Entwicklungsrichtung gestellt, die uns auch international erhebliche Aufmerksamkeit und auch Anerkennung gebracht hat. Ich danke der DFG für den gemeinsamen mit dem Wissenschaftsrat erstellten Bericht zum bisherigen Verlauf der Exzellenzinitiative, den wir termingerecht in der GWK erhalten haben. Damit haben wir eine nächste Etappe auf dem Weg zur Evaluierung der Exzellenzinitiative erreicht, die mit Ende Januar 2016 vorzulegenden Bericht der Internationalen Expertenkommission unter Leitung von Professor Imboden dann auch abgeschlossen werden wird. Dieses Verfahren erlaubt es, dass die unterschiedlichen Akteure ihre Aufgaben angemessen wahrnehmen können, weil die zu bewältigende Gestaltungsaufgabe, es geht schließlich um die Architektur, benötigt natürlich Zukunft und auch den gesetzten Zeitrahmen. Ich weiß, dass viele von Ihnen gespannt sind und zum Teil auch ungeduldig sind, wie wir den Grundsatzbeschluss weiter mit Leben füllen werden, wie die neue Architektur denn nun auszusehen hat, welche Förderlinien es geben wird und vieles anderes mehr. Ich verstehe die angespannte Neugier, zumal das Neugierigsein bei Ihnen Beruf und Berufung zugleich ist. Ich muss dennoch die Spannung ein wenig länger aufrechthalten. Es bedarf, Sie können sich das bestimmt lebhaft vorstellen, vieler Gespräche und der Auswertung der internationalen Evaluation, bevor wir konkret werden können. Lassen Sie mich aber 4 grundsätzliche Bemerkungen machen. Erstens, wir werden ein neues Förderprogramm entwickeln, das den aktuellen Herausforderungen gerecht wird und Bewährtes aufgreift. Ich sage mal ganz im Sinne von Heraklit, man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen, denn das Wasser fließt ständig weiter. Zweitens, ein wesentliches Merkmal bei der Förderung von Spitzenforschung ist Dynamik. Es wird auch in dem neuen Förderprogramm natürlich darum gehen müssen, in einem streng wissenschaftsgeleiteten Auswahlverfahren die besten Projekte auszuwählen und naturgemäß zeitlich befristet zu fördern. Drittens, die gemeinsame Federführung von DFG und Wissenschaftsrat bei der wissenschaftsgeleiteten Auswahl hat sich bewährt und sollte selbstverständlich auch in Zukunft fortgesetzt werden. Und viertens, es geht in der nun anstehenden Phase auch darum, die Möglichkeiten, die uns der neue Artikel 91b des Grundgesetzes bietet, für eine dauerhafte gemeinsame Finanzierung und Förderung von Bund und Ländern zu nutzen. Wenn diese wenigen Grundsätze in dem neuen Bund-Länder-Programm umgesetzt werden, dann wären wiederum auch hier Dynamik und Beständigkeit im besten Sinne miteinander verbunden. Und das sollte und das wird uns auch ganz sicher in Bezug auf den wissenschaftlichen Nachwuchs, das ist das zweite wichtige Thema, gelingen. Dieses Thema ist in der GWK ebenfalls oben auf der Agenda oder steht oben auf der Agenda. In den zurückliegenden dynamischen Wachstumsjahren hat die Entwicklung von Karriereoptionen nach der Promotion trotz aller Erfolge nicht Schritt halten können mit dem rasanten Ausbau des Wissenschaftssystems. Wenn Sie so wollen, ist das ein bisschen die Erblast auch des Hochschulpaktes.
Teilweise hat dies zu einer nicht hinnehmbaren Befristungspraxis und aus Mängel an Optionen auch dazu geführt, dass Karriereperspektiven von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern spürbar eingeschränkt sind. Und deshalb haben wir uns in der GWK verabredet, die Bedingungen für den wissenschaftlichen Nachwuchs gemeinsam zu verbessern. Dabei können wir die hilfreichen Überlegungen des Wissenschaftsrates einbeziehen. Bereits im Oktober wollen wir uns mit einem ersten Zwischenbericht befassen auf der GWK, die derzeit von der Staatssekretärsarbeitsgruppe erarbeitet wird. Mit der nun gestarteten Initiative möchten wir als bunten Länder gemeinsam alles tun, um dem wissenschaftlichen Nachwuchs planbare und verlässliche Karriereperspektiven zu eröffnen. Insbesondere wird es darum gehen, die richtige Balance zwischen befristeten und unbefristeten Stellen zu finden und einen angemessenen Anteil von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern an den hauptberuflich wissenschaftlich Beschäftigten. Wer, und da sind wir uns, glaube ich, sehr einig, bunten Länder, wer in der Wissenschaft dauerhaft eine Aufgabe erfüllt, sollte diese auch auf einer Dauerstelle tun können. Ich freue mich hier über die Ankündigung auch der Bundestagsfraktion, der Regierungskoalition, die insgesamt 1 Milliarde Euro über 10 Jahre einsetzen wollen, also 100 Millionen pro Jahr. Ich möchte aber auch als Ländervertreterin hervorheben, dass die Länder den größten Teil der Personalfinanzierung der Hochschulen leisten und somit jetzt schon erhebliche Summen in den wissenschaftlichen Nachwuchs investieren. In der GWK werden wir darüber sprechen, wie sich mit zusätzlichen Mitteln weitere Verbesserungen erzielen lassen. Und zwar, das ist aus meiner Sicht besonders wichtig, beständig, dauerhaft und nachhaltig, wobei die Nachhaltigkeit nicht ausschließlich die Verantwortung dann der Länder sein kann. Ein wichtiger und richtiger Schritt, quasi das Fundament unserer gemeinsamen Anstrengungen, ist durch den Bund die angekündigte Reform des Wissenschaftszeitvertrags gesetzt, das dringend im Sinne des wissenschaftlichen Nachwuchses überarbeitet werden muss. Auch in den Ländern geschieht bereits jetzt sehr viel, um die Situation zu verbessern. Um nur einige Beispiele zu nennen. In Nordrhein-Westfalen, lieber Kollege Grünewald, hat die Landesregierung sich mit den Hochschulen auf einen Rahmenkodex für gute Beschäftigung verständigt. In Bayern eröffnet eine Grundsatzvereinbarung dem wissenschaftlichen Nachwuchs an den Hochschulen bessere Perspektiven bei den Arbeitsverhältnissen. Niedersachsen hat in Zielvereinbarungen mit seinen Hochschulen verbindliche Vereinbarungen für gute Arbeitsbedingungen getroffen. Und in Rheinland-Pfalz erarbeiten die Hochschulen bis Ende 2015 Leitlinien für gute Beschäftigungsbedingungen und jede zweite Juniorprofessur wird von den Hochschulen zukünftig mit einer Tenure-Track-Option ausgestattet. Das sind nur einige Länderbeispiele von vielen. Auch die wichtige Rolle der DFG möchte ich aber in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt lassen. Sie ist seinerzeit mit dem Eminöter-Programm vorangegangen beim Aufzeigen neuer Wege in die Professur und hat mit ihren Fördermöglichkeiten vor allem in der Qualifizierungsphase und bei der Karriereförderung zur Professur sowie beim Bau von Qualifizierungsbrücken zwischen Karrierenstufen Beachtliches geleistet. Beispielhaft möchte ich die Erhöhung der Sätze für Forschungs- und Postdoktorandenstipendien zum Jahresbeginn oder das Heisenberg-Programm anführen, das berufsfähigen Wissenschaftlerinnen in der Wartezeit auf eine Berufung die Fortsetzung ihrer Forschung ermöglicht. Ich bin zuversichtlich, dass wir diese wichtigen projektförmigen Maßnahmen zukünftig durch strukturelle Anpassungen unterfüttern können. Hier sind alle Einrichtungen der Wissenschaft als Arbeitgeber gefordert. Ich freue mich deshalb auch über die Selbstverpflichtung der Hochschulrektorenkonferenz vom Mai, die gute Regelungen für den wissenschaftlichen Nachwuchs erhält. Ich hoffe sehr, dass dieser Orientierungsrahmen eine breite Anwendung in der Befristungspraxis der Hochschulen findet. Leitgedanke muss auch hier sein, die kluge Mischung zwischen Dynamik und Beständigkeit. Dynamik, weil wissenschaftliche Karrieren nie ohne zeitlich befristete Phasen und exzellente Wissenschaft keinesfalls unter Beeinträchtigung des Prinzips der besten Auslese denkbar sind. Beständigkeit,
weil wir mehr Planbarkeit und Verlässlichkeit in den Karrieren und Nachhaltigkeit in einem neuen Bund-Länder-Programm brauchen. Lassen Sie mich zum Schluss zuletzt noch auf etwas Erfreuliches für die DFG zu sprechen kommen. In der letzten GWK-Sitzung vor 2 Wochen haben Bund und Länder beschlossen, der DFG im Jahr 2016 mehr als 2 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Für die Programmpauschalen, Forschungsgrundgeräte und die Exzellenzinitiative kommen für die DFG noch einmal mehr als eine Milliarde Euro hinzu. Ich wünsche also der Deutschen Forschungsgemeinschaft auch für die nächsten Jahre alles Gute bei der Bewältigung der anstehenden Herausforderungen. Bleiben Sie auf der einen Seite so dynamisch und auf der anderen Seite auch so beständig qualitativ gut. Wir in der GWK wissen die Zusammenarbeit mit der DFG sehr, sehr zu schätzen und freuen uns auf die spannende Phase, die wir sicherlich gut miteinander bewältigen werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.